Tico Torres ist Schlagzeuger der Band Bon Jovi und er ist auch Papa. Klar, dass man da eigene Kinderklamotten kreieren muss. Rockstar Baby heißt sein Modelabel und wir haben den Drummer nach dem Bon Jovi-Konzert in München getroffen. Hier im Bayerischen Hof residieren die Rockstars nach ihren Konzerten. Meet and Greet mit der Schlagzeuglegende. Tico Torres, sonore Stimme, exzellenter Profigolfer und Modeschöpfer. Auf die Idee zum eigenen Label ist er gekommen, weil er selbst Vater wurde. Und diese Blümchenstrampler, das war nichts für einen Rockstar. Rockstar Baby ist total anders. Wir verwenden Swarovski-Steine in Leder eingearbeitet und das ist ziemlich stilvoll. Etwas, das Männer wie Frauen oder Babys gerne tragen. Es unterstützt die Persönlichkeit und ich denke, das ist ziemlich wichtig, zusammen mit Selbstvertrauen. Vom rockigen Babybett bis zum Piratenschnuller. Was hält der Drummer von München? Wir lieben es immer hier zu spielen, denn es ist ein toller Veranstaltungsort der Olympischen Spiele 1972 und das hat einen gewissen Zauber. Wir hatten schließlich eine 3,5 Stunden lange Show und das ist, glaube ich, unsere längste, soweit ich weiß. Tico Torres, das Kraftwerk von Bon Jovi und sein Kindermodelabel. Lokführer ist out. Jetzt wollen die Kleinen Rockstar werden. Get away from the original look. It's something for the new generation. Alle weiteren Informationen finden Sie bei uns im Internet auf tvbayernlive.de.